Okay, also im Grunde genommen dahinter und da so. Aber das hatten wir doch schon, oder? Aber okay, ich kann hier wieder runter. Das ist schon mal positiv. Ich hoffe, das Auto steht noch da oder es ist weg. Aber jetzt müssen wir natürlich, obwohl es geht, so weit gehen müssen wir jetzt nicht. Es geht noch. Ich denke mal, es könnte auch sein, dass da was ist. Das wäre ein guter Versteck, aber da kommt man ja schlecht hin. Beziehungsweise, ja. Ich könnte hier auch nochmal runterspringen, aber bis zum Bahnhof ist er nicht so weit. Jo. Also echt krass, wie schnell das momentan dunkel wird, ne? Schon um 17 Uhr. Also ich nehme jetzt hier Realtime um 17 Uhr circa auf. Und es ist jetzt schon dunkel draußen. Ich will mal schaffen hier im Spiel. Die ganzen Informationen, die man hier finden kann, bis zum Ende des Spiels nicht benutzt zu haben. Gut. Also ich hätte, mal im Ernst, nein, Lebensmittel ist es jetzt glaube ich nicht, aber ich hätte schon mal Lust. Also was heißt Lust? Das klingt jetzt bescheuert. Ich weiß nicht. Ich mag eigentlich keine Achterbahn. Aber so mal. Hier kommt man auch durch. Sehr gut. Upsala. Ihr springt genau vor mein Auto hier, ey. Steh auf und geh weg. Links, rechts, links, rechts. Ja, genau. Ja. Ja, bist ja jetzt selber schuld. Ah ne, andere Seite, ne? Genau, dann haben wir auch unsere drei schon. Und da ist auch. Ah, da kommt man rein. Sehr schön. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt man nur mit einer Mission. Obwohl. Hier, ne? Hier hinter müsste es sein. Da. Nummer 11. Das sind das immer 1000 Euro, die man kriegt? Och, das Auto sieht ja aus, ey. So. Und vielleicht noch mal hier Leben holen. Was könnte das in der Realität eigentlich sein? Ist dann da eben die Krankenstation oder so? Das wäre eigentlich realer, ne? Wenn man da jetzt so an verschiedenen Stellen, also nicht Krankenhäuser, weiß ich nicht, vielleicht. So, warte mal, da, ne? Da links hier müsste es sein. Aber das haben wir doch schon, ne? Ja, wirft es genau. Hier müsste es mich noch sein, aber da, das haben wir ja schon, glaube ich, ne? Da hinten ist sowas, das könnten wir uns aber auch mal holen. So eine, wie sagt man, eine Schutzweste, ne? Genau. Wenn man dann angeschossen wird, genau, das hatten wir uns schon geholt. Das heißt, dann müsste noch eins da sein. Wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir jetzt. Muss mich gerade, Entschuldigung, orientieren. Jetzt bin ich da. Das heißt, hier müsste noch. Warte mal. Da auf dem Dach. Ach, das ist so nur so ein. Hier, da! Seht ihr es? Warte mal. Direkt jetzt hinterm Herzen. Da oben, erst bei der Pistole, da ist eins. Wie kommt man darauf?
bin ich ja schon zigmal drumherum gefahren. Ich wusste, dass da noch irgendwo eins drauf. Da seht ihr, ne? Links. Ich zeig schon mit dem Finger drauf. An der Spitze, an der Ecke. Hier auf die ganzen Häuserdecke. Dächer. Da ist nichts, ne? Da ist zwar eine Garage, aber warum sollte man da dann reinkommen und dann ist da bestimmt nichts. Nö. Ich fahre jetzt hier nochmal drum. Ich glaube... Oder kommt man da mit einer Sprungschanze rauf? Hm. Oder auch wieder von... Nee, von den Banshee? Wartet mal. Jetzt kommt man da auch wieder... Nee, da standen wir doch eben drüber. Nee, nee, nee. Da kommt man nicht mit den Banshee. Hm. Warte mal, ich habe vielleicht eine Idee. Dann, wenn wir das haben, dann haben wir noch was, noch drei weitere hier in der Nähe. Kann man hier vielleicht... Oh, da mit dem Auto rauf, guckt man das vielleicht. Nee. Das würde ja auch nicht viel bringen, ne? Ja. Ich will es erstmal explodieren lassen und dann versuche ich da nochmal aufzukommen. Uiuiui. Ja, vielleicht auf das explodierte Auto rauf. Und dann... Jo, jetzt sind wir hier schon mal drauf. Ist das schon mal gut. Ja, aber da... Ja, genau. Da müsste ich... Oder ist das nicht die Firma? Die Firma, sage ich schon. Hm. Taxiunternehmen. Muss ich mal überlegen. Ich bräuchte ein neues Auto erstmal. So. Nee, aber das... Ich könnte auf der Mauer drumherum drauf... nee, darauf... Das bringt nicht viel. Aber ich hole erstmal hier das Taxi-Auto. Müsste ja eigentlich schnell und wendig sein, ne? Zack, zack. So. Dann gucke ich mir erstmal andere an. Weil wir wissen schon mal, dass es da ist. Jetzt sind wir da. Dann müsste es eigentlich, wenn ich jetzt hier, dass es da rechts sein. Hier müsste auch nochmal eins sein. Hier hinter. Wie kommt man da nochmal hin? Links. Ah. Kommt man da gut mit dem Auto hin? Oh ja. Da. Nee. Warte mal, hier gehe ich mal zu Fuß. Ah, da ist auch nochmal ein... Ah, hier kann man eine Sprungschanze, okay. Wo kommt man denn da hin, wenn man hier... Okay. Oh, schon mal gut zu wissen, aber ich weiß nicht, das glaube ich nur einfach... Da! Bam! Vier Stück in dieser Folge, wie lange haben wir noch?
Ja, nimm schon eine Zeit lang auf. Gut. Ich versuche mal hier im Auto nochmal rüberzukommen und auch nochmal ein bisschen Geld einzusammeln. Und Monster Stunt zu schaffen. Kenne ich noch von GTA Vice City und San Andreas. Ja, den lassen wir nochmal vorbei. So nett sind wir mal, auch wenn es nur eine KI ist. So. Und jetzt Vollgas. Ah, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ju. Voll in zwei Menschen rein. Nein, da hätten wir, glaube ich, anderes Auto nehmen müssen. Gut. Da waren wir jetzt ins... Wo sind wir jetzt genau? Nochmal hinten. Das nicht hier sogar? Ach, hier sind wir. Warte mal. Schauen. Kurz. Da sind wir jetzt. Okay. Das heißt, hier genau, hier hinter. Hier müsste noch... Da dreht schon wieder was. Seht ihr das? Hinter der Laterne, direkt dahinter. Da. Auch wieder so eine Dings. Kommt man da irgendwo hin? Hier müsste mich nämlich auch noch mal ein Päckchen sein. Oh, bei mir stockt das hier gerade ein bisschen. Hier. Komme ich da irgendwie rein? Nee, da ist zu, ne? Ja. Okay. Nee, das geht nicht kaputt. Okay. Oh, hier ist eine Sprungschanze. Bringt das? Warte mal. Ich glaube, ich habe das falsche Auto dafür. Das ist mich nicht so schnell. Ich sehe, hier ist ein Busbahnhof. Oder ein Buslagerhalle. Ja, fahr weiter. Ich habe das falsche Auto, ich brauche ein schnelleres. Stopp, stopp. Oh, ja. So, was hat uns das jetzt gebracht? Nichts. Ich sehe das Päckchen. Seht ihr das genau über dem Taxischild auf dem Gebäude? Warum immer so auf so vielen Gebäuden drauf? Wie soll man da hinkommen? Gibt es irgendwo nochmal einen Monster-Stand dahinter vielleicht? Hinter der Mauer, wo ich gerade hingucke sozusagen? Oder wir? Ja. Um auf das Gebäude raufzukommen. Hier. Hier ist doch irgendwie irgendwas. Mal mit Vollgas. Da, ich sehe es wieder. Ja, wenn man schnell ist, vielleicht kann man das als Sprungschanze nutzen, aber mit diesem Auto, ich glaube nicht, dass das schnell genug ist. Ich versuche es jetzt nochmal. Was heißt nochmal? Mit diesem Päckchen, wenn ich das gefunden habe. Ah, oh. Ja. Schnelleres Auto. Dann hätte es vielleicht klappen können. Genau das Auto da brauche ich. Halt an. Halt an. Das wird nicht anhalten, ne? Ich würde dann auch mal speichern, aber es regnet zum Beispiel, zum Glück nicht, wollte ich sagen. Das bringt uns erstmal hier weg. Ich hole mal ein schnelleres Auto oder ich suche ein schnelleres Auto. Das ist wieder ein Taxi, das wird nicht gut sein.
Ist hier schneller Auto? Das ist auch wie ein Taxi. Hier vielleicht. Da ist ein schnelleres. Es geht. Ich kenne mich nicht so gut mit Autos aus, aber ich erinnere mich noch so ein bisschen. Wie hieß das noch? Kuruma. Okay. Da ist ein LKW. Okay. Ich probier's mal aus. Nein! Ach, nicht schon wieder. Da! Auto! Auto! Nein! Bleib! Ich will was von dir. Ich will was von dir. Von dem Auto, nicht von den Menschen da drin. So. Und ich habe... Ja. Genau. Mann. Komm ich hier durch? Wumm. Ah, hier ist ja auch eine kleine... Nein. Kleine Sprungschanze. Ja, nicht gegen... Ich wollte schon sagen, nicht gegen die Mauer. Und nicht überschlagen. So, was alles nicht sein soll, ne? Gut, ich versuche nochmal anders Gas zu geben. Aber es ist schon mal ein bisschen schneller. Hier ist nämlich Ebene. Und wenn ich von hier hinten Gas gebe, dann müsste es eigentlich klappen. So. Eigentlich ist es eine gute Sache schon mal, aber ich glaube... Nee. Ja. Gut, ich würde sagen, ich höre da mal auf. Ich speichere mal eben. Da haben wir schon mal 4. Das ist aber schon mal gut. Ja, boom. Ja, und hier... Gut, dann wissen wir jetzt schon mal, wo 2 weitere sind. Und dann... Nein. Wahrscheinlich überfahre ich hier mehrere versteckte Päckchen. Also überfahren heißt, ich meine übersehen. Aber ist mir jetzt gerade auch egal. Es regnet schon wieder, ey. Aber schon mal gut, jetzt ist es Nacht. Und in der nächsten Folge wird es dann einen Morgen geben. Ah, da ist die Pistole. Sehr schön. Freut mich doch. So. Dann holen wir uns die doch schon mal. Boah. Sehr schön. Freut mich. Genialo. Boom. So, ich wollte jetzt hier speichern. So, dann wünsche ich einen schönen Tag noch. Oder Abend oder bis zur nächsten Folge. Ciao. Hier bei GTA 3.